So. Nein, Ach. aber puff, hab ich wieder gehört. Ja, Puff. man muss mal wieder gucken. Also die sind sehr zuverlässig hier. Übrigens, ich kann hier keine Unterhaltung führen, wenn das hier nicht funktioniert. Nochmal neu. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Slaybee und wir befinden uns hier in dieser wunderschönen Welt und doch brutalen von Rust. Und ich habe hier mir ein bisschen Zulauf genommen und zwar Mr. Tea Time ist da. Jo. Jo. Und natürlich der Mr. Tut nix wieder. Ja, wie Und immer, die ne? beiden, ja, natürlich. Und die beiden Tees helfen jetzt bei einem hoffentlich gut gelungenen Raid. Also vielleicht wird der ja gelingen, wir wissen es ja nicht. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier hochspringen. Und dann gucken wir uns die Sachlage mal an. Und der Mr. Tutnix hat eine ganz, ganz, ganz tolle Maske. Die finde ich ganz super. Ja, der Ja, du guckt musst mit. mich schon angucken. Du läufst weg. Ist die nicht schön? Nein, Ist die ich bin nicht ja da. wunderschön? Und sie leuchtet im Ja. Dunkeln. Ja. Tada! Ja. Ja, du bist auch schön, Man Tea gönnt Time. sich ja sonst nichts. Richtig, genau. Und ja, dann müssen wir jetzt erstmal hier hoch. Ungefähr da so. Muss man wieder ein bisschen springen. Ah, hier. So. Bisschen Das. unvorteilhaft gebaut, die Hütte. Ja, ich meine, an sich nicht verkehrt. Nur, warum Ja. diese Steinwand herum, Wenn wenn man man doch ja. von hinten Ja, draufklettern also kann, ich meine, ne? die Logik, die hätte von mir sein können. Also. Naja. Okay. Nee, das ist okay. So. Also, wer will bestimmen, wo sie platziert wird? Also ich wäre ja für Blechdach. Ja, Hier nee, vorn. ich meine jetzt hier Weil ich Mitte. meine da. Wie wär's denn mit der Mitte? Nee. Wir machen heute mal Dach. Mitten brauchten wir ja ziemlich viel. Wir gucken mal, was wir am Dach brauchen. Dieser Dachschräge zum Beispiel. Irgendwo hier seitlich. Man kann ja quasi auch reingucken, ne? Dann würde ich vielleicht. Ich meinte jetzt an sich so die Vielleicht Mitte hier. vom Dach, also die, also da sind ja mehrere Also. Blöcke, dass wir da den mittleren Block dann dafür auch auswählen, damit wir Ja, möglichst. ich hätte jetzt gedacht, so hier Ach vielleicht so. so. Ach so, hast du gedacht. Ah. So war mein Gedanke. Wenn du jetzt woanders rein möchtest, kannst du das auch Nee, machen. klar. Ich guck Du mal bist ja grad. die Chefin. Der Hier ist dann Sprengmeister. ein Fenster und da kann man schon sehen, wo man reinspringen kann. Ich weiß, ja, genau. Das haben wir schon gesehen. Du kannst natürlich auch unten beim Fenster. Das Problem wird dann bloß, dass wir da rauskommen auf die Schnelle. Ich guck mal gerade, wo ihr meint mit dem Fenster. Ja, na da, wo ich beim Erkunden schon mal stecken geblieben bin. Wegen dem zarten Übergewicht. Ja, nein, ja, das ist nur. Hier steht auch eine Metallwand verkehrt rum, aber das macht bei Metall, glaube ich, keinen Unterschied, oder? Ja. Also bei dieser Dachschräge kann ich mir vorstellen, diese Dachschräge, die wir hier meinen, dass hinter der Dachschräge noch vielleicht so eine Seitenwand käme. Also hier nach drunter kann man ja schon sehen. Man könnte aber auch, was vielleicht auch nicht so schlecht wäre, Ja, auf hier in der die Ecke. Seite. Ah, ja, du jetzt? Man könnte aber auch auf der Seite, wo ich jetzt bin, also quasi, Der anderen Seite? so unten, ja, ich bin. Guck, oh ne, da ist noch was. Ich stehe an der Stelle, ja, siehst du mich jetzt? Ach, ja, hallo. Wir haben hier zwei Blechwände und daneben eine Steinwand. So, und bei der Blechwand kann ich reingucken und hinter der Steinwand wäre das offen. Also, wenn wir sparen wollen, können wir auch eine Steinwand wegmachen. Gut, dann würde ich sagen, komme ich erstmal nicht da hoch und gehe einen anderen Weg wieder. Sitzt da Also, ist genau unter T jetzt wäre eine Steinwand. Ich gehe so los. Wir müssen leider gerade einen umständlichen Weg wählen. Ah, hier hat auch noch jemand gebaut. Guck an. Ich habe Wasser gehört. Hat Ja, das das, jemand von euch ich bin da noch? Ach, das warst du. durchgetippelt. Ja, Okay. ich muss mal meine Füße ein bisschen abkühlen. Ist dann doch sehr Ja, du schwerhörig. rennst halt rum wie so eine Rennmaus, ne? Ja, gut, aber man muss ja auch vorankommen hier, so, weißt du. Und jetzt muss ich hier hoch. Und das wird jetzt wieder ein. Da komm, da komm. Da los. Hep, 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 hep. Oh, Tada! So, jetzt aber, aha. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Ich meine, das ist ja alles so ein bisschen auf gut Glück, ne? Kann jetzt nicht hundertprozentig. Ja, ob da überhaupt was drin ist, ne? Ja, da kommt doch Die andere dazu, ja. Sache. Und, so, jetzt hast du gesagt. Na, hier so, hier genau drunter. Okay, ich darf jetzt hier Da hast du runterspringen. zwei, ne? Ja, na klar. So, Moin. so Hier jetzt. kannst du ja schon dahinter gucken, ne? Wenn du Also so ein bisschen reinsneakst. ganz oben werden wir nichts finden. Erst Nein. eine weitere Etage runter. Okay. Also, wenn man in den Also. Fenster reinschaut, dann sieht man. Macht vielleicht Sinn, doch die Dachschräge wegzunehmen. Hier komme ich hier nicht rein, ne? Dann hab ich Hier Glück. komm, Jean, komm mal hierher. Wo ist hier? Hier na, wo, auf dem Felsen. Wo ich hier gerade Ah, bin. okay. So, geh hier na, runter, dann hier, na, seht ihr alles von innen. Ups. Okay, jetzt frage ich mich nur, wie du da. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Verdammt. Okay, das kann einige Minuten dauern. Das Problem ist aber, wenn du dort springst, du musst dich ja ein bisschen entfernen da, ne?
Gut, dann wird das ein bisschen umständlicher. Aber Tee, du siehst doch, ob was über dir, links und rechts, hast du doch Dachschräge. Ja, das hat eine Wand davor gesetzt. Das ist eine Dachschräge, ne? Ja, sag ich doch. Die Dachschräge ist schon Außenwand. Also würde das auch durch die Dachschräge gehen? Jo. Nein. Das, nein? Ich meine, das ist dann noch ein weiterer Block Außenwand. Ah, okay. Na. So, wie sind wir jetzt gerade hier die Steine hier hochgekommen? Wieso geht das denn jetzt? Ich dachte mir jetzt auch gerade so, wo sind wir immer so schnell hoch? So, und wie wird. Das folgende Programm verschiebt sich um ein paar Stunden. Wir melden uns gleich hoffentlich wieder zurück. Tüdelü. Nach langer Diskussion haben wir uns jetzt dafür entschieden, wenn auch vielleicht einstimmig, aber hier diese Tür mal uns vorzunehmen. Natürlich besteht die Gefahr dahinter, wie es Mr. Tutnix vermutet, und er würde sogar sein Arschelchen darauf verwetten, dass gegebenenfalls dahinter eine High-Metal-Tür ist und nicht nur wieder eine Blechtür. Und da wir das nicht wissen und sein Arsch jetzt verwettet wurde, werden wir uns das Ganze natürlich jetzt mal angucken. Oh, hier kommt noch ein Airdrop. Ja, wunderbar. Noch zu weit weg. Ja, ist ein bisschen weit weg. So, wir ignorieren voll die Sprengungen hier. Hör mal, hast du neue Zündschnüre gekauft? Die gehen ja heute Bombe. Ja, ich habe die extra ausgewählt hier, weil die hatte Tea-Time mitgebracht, ja. Weil vom Tee, weißt du, die Schnüre sind ja auch besser. Und ja, läuft einfach. Und, hepp. Sehr gut. Ihr macht das übrigens sehr toll. Ich fühle mich richtig sicher. Und? Sag mir nicht, dass ich jetzt meinen Arsch verloren habe. Verdammte Kacke, dein Arsch gehört noch dir. Ich liebe also es, doch. Wenn ich recht habe. Ja, das geht hier runter wie Öl, ne? Ja. Hey, aber das ist gut mit der Arschfette, das hat mir gefallen. Aber na, das mit dem Fundament stimmt schon mal. Ja. Gut, so. Das mit der High-Quality-Tür stimmt natürlich auch, also. Okay, Kenners, ich mach direkt... Wenn euch mal ein Tutnix einen Vorschlag macht, ne, hört lieber drauf. Nein, ist ja gut. Hätte auch ganz genau anders sein können, dein Popo wäre jetzt weg gewesen. Aber weißt du, wofür wir jetzt wieder Zeit haben? Nein. Ja, mach doch mal die nächste Sätze ran und dann komm her, dann unterhalten wir uns wieder über den Italiener. Ach so, ja klar, warte, ich mach links also neben ich die Tür. Letztes Mal ich mach links neben die Tür, da wäre jemand für rechts neben die Tür. Ja, direkt die Tür, da braucht man 8 Stück. So viel müsstest du nur einstecken haben. Ja, ich meine, die Blechtüren haben wir nur 750. Ich und die Wand? Also die Wand hat 750 und die Tür hat 800. Ah, dann mach halt die Bleche. Okay. Ich glaube, ich habe was gehört. Habt ihr auch was gehört? Ein Schuss oder so? Nö. Ich habe aber gehört, dass die neue Zündschnüre nicht gehen. Oh, verdammt. Hallo. Danke, kümmere dich mal bitte darum. Sehr gut, wunderbar. Okay, und ansetzen. Und weglaufen. So, wir haben noch 9. Ist alles gut, ne? Also, vielleicht Bällchenwand beim letzten Mal, ne? Let's go! Ja. Gut. Also, ich hatte jetzt einen Franzosen und hatte da Crème Brûlée, die war echt lecker jetzt am Wochenende. Mhm. Oh, Crème Brûlée. Ich kann es ja fast nicht aussprechen, so toll klingt das. Oh, ja. jetzt geht ihr mal am Sprengstoff gucken. Ja. Ne? Geh mal, ich habe hier gerade fachliches Gespräch über. Achso, nee, läuft noch. Geht nur gucken. Läuft noch? Ja, jo. Das ist wie mit der Crème Brûlée, ne? Die ist auch bestimmt etwas flüssig gewesen. So. Ach. Nein, aber puff, hab ich wieder gehört. Ja, man muss mal wieder gucken. Also, die sind sehr zuverlässig hier. Übrigens, ich kann hier keine Unterhaltung führen, wenn das hier nicht funktioniert. Nochmal neu. Daniel, kannst du dich noch an die letzte Base erinnern mit den Raketenwerfern? Ja. Stimmt, da haben wir gar nicht mehr weitergemacht. Die sollten wir vielleicht noch uns einplanen, weil da hatten wir kein Videomaterial mehr davon, weil wir auch nicht mehr da waren. Ja, stimmt. Gut, hab ich du trotzdem mal hier. Nochmal angucken. Ja, ne? Das wäre doch mal eine lustige Idee noch. Ja, stimmt, das ist die Italiener-Base gewesen. Ja, die Italiener-Base. Wo es die Fleischbällchen gab. Ja! Ja. Okay. Oh, wie viel hat man denn jetzt eigentlich dran? Wo jetzt dran? Hier dran. Ja, an dem Blech. Ich glaub, das ist jetzt 4 oder 5? Ich glaube, das hier ist jetzt die 4. Also die jetzt so bum bum macht. Also wenn es jetzt bum macht, dann ist das bum 4. Sozusagen. Hat das jeder verstanden? Ja? Okay. Ja. Gut. Was also kann? Jetzt noch. Nochmal 4, glaube ich. Schätze ich mal. Nochmal 4. Das würde... Nee. Nee, oh.
offiziell. Kleinen Moment, ich muss mal gerade gucken, was mit der Sprengung hier ist, weil die. Aha. Das war aber jetzt gefährlich. Ja, das stimmt. Ja, der Radius von 100 Metern sollte eingehalten werden, um die Sprengung. Oh, ja. Ist ja gut, hast ja eigentlich recht. Was macht ein Tea-Time? Geht es dem noch gut? Ich bin oben auf. Der macht gerade Teepause da oben. Geht klar. Ist ja auch richtig so. Ich habe im Übrigen wieder gehört, Puff. Ah, Puff. Bist du auch sicher? Bist halt nicht so richtig in Raid-Laune oder so, kann das sein? Ich bin ein bisschen an dich. Nicht bei der Sache. Doch, so, jetzt ich bin kannst voll, du die voll nächste. Da. So, Achtung. Und. Hui. Ich habe noch 3 Stück. Holt er nochmal erwähnt. Ah, wir müssen ja langsam mal schauen. Mhm. Sagt sie denn die Wand? Ja. Oha. Mhm. Genau. So, jetzt geht es doch weiter. Das ging doch schnell. Kaum Unterbrechung hier gehabt. Und ja, Jungs stehen wieder Wache. Oder sagt mal Männer. Oder sagt mal, was hättet ihr gern? Oder das gemischtes Volk darunter. Jungs ist schon okay. Okay. Zwei da draußen passen auf. Ja, zwei da draußen passen auf. Das ist schön, das ist sehr diplomatisch, das gefällt mir. So, ja. Ich glaube, wir sind drin. In 3, 2, 1. 1 lässt sich ganz schön warten. 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1,5. 9 Achtel. Oh. Und ja. 1,7 Fuchtel. Gut, ja dann. Ja, du sollst die nicht aufnehmen, du sollst die anmachen. So. Ja, ist jetzt nervös. Kannst dich beruhigen, ist ja alles gut. Ich gehe auch weg, ich guck nicht hin. So ein bisschen schüchtern wieder. Ja. Ja. Ich würde lachen, wir springen jetzt rein und da liegt einer mit einer MG hinter der Wand. Bitte. Ja, geil. Hey! Ja. Kuckuck, ja, wir sind drin. Ich guck mal gerade hier rein. Nein. Hier gibt's Essen und. Hey, der ist immer cool. Also nichts rausnehmen, erstmal. Erstmal gucken. Gucken, was wir da haben. Ja, also in der einen Kiste war total leer, hier ist auch wieder leer. Wow. Ich befürchte, wir kommen zu spät. Hier liegt ein Schlafsack mit Didi-Bag und annehmen. Aber. Hier ist der Schaltschrank. Ja. Ich hab's mal autorisiert, ja, also der ist cool. Aber ich. Aua. Ich befürchte, wir kommen zu spät, oder? Ja. Ja, so wie die Sachlage aussieht. Einmal nix. Ha. Ja, wir haben scheinbar nur Essen ergattert. Ja, macht nichts. Verhungern tun wir jetzt nicht mehr. Okay, wenn's so ist, dann nehme ich natürlich das Essen mit. Der hätte jetzt ein paar Splitterchen gehabt, hätte ich nur die Splitter mitgenommen, aber so klaue ich ihm halt das Essen. Ja. So. Ich will die Laterne mitnehmen. Da müsste Brennstoff drin sein. Oh, und Kohle habe ich noch gefunden. Wow. Viele Kohle? Nö, 2000. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Oh. Ja, dann, Ja. 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 Ja, dann, Ja. Ja. Also, Ja. Ja. Schön. Nun, dann. Dann mache ich hier wieder zu, damit sie ihre Ruhe haben. Kommst du wieder raus? Ist jetzt noch jemand drin? Nee, ich bin draußen. Dann mache ich hier wieder zu, ne? Ja, geht klar. Oder auch nicht. Warum auch immer? Weil ich hätte jetzt ein Rätsel. Ach so, ja, nee, geht ja nicht, weil wir sind, glaube ich, noch im Redmodus. Kann man nicht bauen. Ja, immer so unser Problemchen. So. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier Abschied, weil das war ja mal wieder